Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin's, euer Max Lake. Ich zocke World of Goo im zweiten Kapitel. Es ist immer noch Herbst, wer hätte das gedacht? Und das spannende Warten hat ein Ende. Es wird Volcanic Percolator Base Spa sein. Bubble up. Okay. Verstehe ich alles nicht. Also, da kommen Goos. Die werden mir da runtergeschubst. Und setzen sich um diesen Knutschmund, der wiederum, ne, hier wahrscheinlich wieder klein gemahlen werden muss. Damit wir ihn durch das spezielle, ganz spezielle Rohr absaugen können. Jeder ist willkommen. Sie müssen das aus legalen Gründen sagen, also aus rechtlichen Gründen sagen. Aber sie wird, so wie sie aussieht, da niemals runterkommen. There's another pipe way up there she might enjoy. Da gibt's einen anderen Weg mit einer Röhre hoch, der könnte ihr vielleicht gefallen. Der Schildermaler. Ich will aber, dass sie da runtergeht. Was ist das denn hier? Es ist eine sehr schöne Blume. Ich frage mich, was passiert, wenn du ein bisschen dichter rankommst. Schilder mal ab. Diese Röhre saugt ganz schön. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn du davon wegbleibst. Nicht vergessen zu pfeifen. Immer getan. Schöner Maler. So. Jetzt aber die alles entscheidende Frage. Was passiert denn? Kann ich hier irgendwo... Ich kann hier doch gar nichts bauen. Was ich mich nämlich gerade frage ist... Was passiert tatsächlich, wenn ich... den blöden Kopf hier ein bisschen beiseite schiebe, hier mich so ein bisschen durcharbeite, mal gucke, was passiert, tatsächlich an diese Blume rankomme. Wie der schöne Maler schon sagt, das ist ja mal interessant, wäre zu wissen, was dann passiert. Dann finde ich das auch ganz super spannend. Muss auf alle Fälle... Weizen klingt nicht so klug. Muss aber auf jeden Fall ausprobieren, was passiert mit dieser Blume. Blume? Blume! Was bist du? Das ist ja ganz freundlich. Herzlichen Dank, du bekackter Schildermaler. Ja, und jetzt? Das ist doch auch maximalst Mist hier. Muss ich das nochmal von vorne probieren? Ich glaub's nicht. Hat er mich allen Ernstes hier verarscht? Sausack. So, ein paar sind durchgefallen. Das ist noch nicht so wild. Ich glaube, was wir machen müssen, oder was ich machen muss, das bescheuerte Gesicht hier. Bringen muss. Oder ob es reicht, wenn ich das irgendwie einfach hier festpappe. Festpappe ist so einfach gesagt. Keilt sich ja auch ganz gut fest, das Drecksding hier. Schon. Wie ein Flummiball. Nee, du sollst dazwischen, du... Honk. So. Wir werden jetzt einfach so eine Art Käfig drumrum bauen. Und dann versuchen,
damit dieses wunderschöne Gesicht in den Strom da oben zu ziehen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das funktioniert. Ich jetzt einfach hier so ein bisschen einhause. Zuck reingehaust. Hier. Oben baue. Schön ist ja, dass ich die Grünen immer wieder abnehmen kann. Im Prinzip hier so eine Art Segel hier bastle. Das wäre jetzt nicht so klug. Hey Jungs, ihr müsst nach da oben. Es hilft ja leider nichts. So. Ich muss hier vielleicht noch ein bisschen stabilisieren. Auch nichts mehr. Ach. Fast wäre er mir wieder unten gefallen. Doch nur fast. Muss man hier halt ein bisschen aufpassen mit diesen komischen Rollen, dass man da nicht dran hängen bleibt. Ansonsten ziehen die Goose einfach wieder nach unten. So. Aber jetzt hier. Ich hatte ja den hehren Plan, hier so einen groß angelegten Turmbau zum Babel zu starten. Und das quasi wie so ein Paket nach oben ziehen zu lassen. Durch diese Röhre. Muss ich halt erstmal hinkommen. Das Lustige ist ja, dass ich momentan im Prinzip gegen die eigentliche Richtung arbeite. Ich höre nie wieder auf diesen blöden Schildermaler. Der hat mir echt komplett das ganze Ding versaut. So ein Sausack. Ich dachte immer, der Schildermaler wäre mein Freund. Aber jetzt sind wir keine Freunde mehr. Zurück. Du sollst doch hier hin. So. Ja. Ich glaube, das kriegt schon ein bisschen Zug, oder? Bilde ich mir das nur ein? Was ihr natürlich gerade von eurer Stelle aus überhaupt nicht beurteilen könnt. So. Na, es vibriert aber schon so ein bisschen komisch, als würde es hier gezogen werden. Ich darf halt nur nicht an den Rand kommen, habe ich gerade festgestellt. Nichts läge mir auch ferner, als an den Rand zu kommen. Sie muss ich wohl noch, wa? Ha. Nee, ich denke, ich muss den Kopf da tatsächlich hochschieben. Das sollte jetzt nicht mehr so das Problem sein. Ich habe die Infrastruktur ja schon geschaffen. Kann ich den nämlich so ein bisschen hochäumeln. Kommen die Boots auch gleich wieder in mein Netzwerk rein. Löse ich halt hier immer einen auf. Schieb damit so ein bisschen hoch. Was jetzt hier mal gerade gar nicht geklappt hat, weil es hier an der Seite sehr locker ist. Zack, ein zur Stabilisierung rein. Dann richtet sich das auch wieder alles so ein bisschen hin. Der muss weg. Jetzt muss von hier geschoben werden. So. Der kommt dann vielleicht besser hier hin. Stabilisiert da so ein bisschen. Der kommt vielleicht dahin und schiebt das Ganze so ein bisschen hoch. Der dahin und schiebt das ein bisschen. Was ist denn hier los? Ah. Ich darf natürlich das Fundament nicht vergessen.
Das ist richtig. Einfach, um ehrlich zu sein, ist anders. Aber wäre es einfach, könnte es ja jeder. So, ich denke, ich werde den jetzt hier hinsetzen. Das hilft mir jetzt mit meinem Fundament hier noch nicht so richtig, ne? Das nächste Problem ist ja auch, dass ich oben nicht an den Rand kommen darf. Aber vielleicht, wenn ich den leicht genug nach oben schiebe, vielleicht kommt er ja selber dann in diesen Strom rein. Ah, weg von den Blumen! Ist ja jetzt irgendwie tricky. Nicht so einfach. Yippie am Arsch. Es bringt nämlich hier gerade gar nichts. So. Du dahin. Jetzt habe ich hier so ein paar lose Enden, die ich hier mal einsammeln kann. Den hätte ich gerne als Stabilisator dazwischen. Jetzt schiebt sich das nämlich auch nicht mehr so in Richtung der Blumen. Das kann ich versuchen, hier wieder was draufzusetzen. So und so. Kann den hier hinsetzen. Hier kaputt gegangen. Ich und Statik, ne? Das sind ja auch so zwei Freunde. Ich und die Statik. Also nochmal. So. Das ganze Ding soll jetzt im Prinzip auf diesem Unterbau stehen. Hilft mir nicht. Der würde mir nur helfen, wenn er hier verbunden wäre. Hilft mir der nicht. Der nicht. Ist auch gar nicht fest. Der hilft überhaupt nicht. Der hilft mir nur so. Okay. Der kann weg. Im Prinzip kann der hier weg. Und der hier. Ich bin noch nicht zufrieden, um nicht zu sagen, ich bin ganz unzufrieden. So, das ist hier erstmal Käse. Die sind ja auch doppelt hier. Was ein Quatsch. So, du kommst mal dahin. Oh, jetzt fallen die mir hier schon wieder runter. Das gibt es doch nicht. Sortiert euch irgendwo da ein. Aber nicht hier unten. Was soll das denn? Naja. Aber im Vergleich zum letzten wöchigen ist das hier dann doch ein bisschen anspruchsvoller. So. Was brechen denn diese ganzen Geflechte hier immer in sich zusammen? Ich kann maximal 3 Knoten ausbilden. Ich versuche jetzt einfach erstmal wieder oben zu bauen. Oben ist eh schöner. Das sieht nicht so deprimierend aus wie da unten. Weil hier unten sehe ich sowieso gerade nicht, wie ich es machen soll. Das heißt, ich muss hier im Prinzip mit Wand, doppelter Wand und doppeltem Boden arbeiten. Damit ich immer was rausnehmen kann. Da kann ich das mal kurz verkürzen. Bunga Bunga, genau. Nämlich auch Bunga Bunga.
Nee. So möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass da irgendwas über Kreuz ist. Das führt nachher nur zu Ärger. So. Jetzt könnte ich nämlich... So. Und ihn dann rausnehmen. Den hier hinsetzen. Den rausnehmen. Hier hinsetzen. Habe ich das Gefühl, ich bräuchte da rechts nochmal irgendwie eine Verstärkung. So, sehr schön. Langsam nimmt es ja Form an, wa? Auch nur langsam. Zumal ich das mal wieder hier ein bisschen hochschieben muss. Schlupp. Der kann dann weg. Schlupp. Der kann weg. Der kommt dann nämlich hier hin. Rechts noch einen. Ungefähr so sitzt. Genau, jetzt muss ich das nämlich wieder ein bisschen eingrenzen hier. Fup. Fup, fup, fup. Der Marco. So. Ich diesen hässlichen Kürbiskopf jetzt schon nach oben abgeben. Du hier rum. Schon. Jetzt sich mal irgendwo hin, wo es sinnvoll ist. Oh, warte, ich habe mich da hingesetzt, ne? Ah. So. Jetzt muss ich hier nur irgendwie, glaube ich, schnell mal die Möglichkeit schaffen, dass meine Gus auch dahin wandern, wo sie hin sollen. Nach unten. Wow. Sind drei verloren gegangen. Schwupp, schwupp. Lassen wir das ganze Ding mal zusammenbrechen. Das ist wahrscheinlich da eingesogen. Was auch gut so ist. Ich will doch nur dieses Ding in der Ecke fassen. Nein. 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 Nein, 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 nein. Jetzt ja. So, Delu. So. Schön, schön, schön. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst hier jetzt noch Terror schieben, oder was? Ich glaube, es hackt. So, Flöße habe ich ja schon das ein oder andere gebaut. Weiß ich jetzt genau, wie das geht. Not. Aber da kommen auch nur wieder diese komischen Boos rein. Der Rest wird verschmäht. Was soll's. 18 von 12 gesammelt. Ich glaube, mehr gab's auch gar nicht, die ich sammeln konnte. Weil an der Seite sind ja auch nur Grüne vorbeigegangen. Hervorragend. Bondinu. Das war ein Heidenspaß. Als nächstes natürlich Leaphole in der nächsten Folge über World of Goo. Bis dahin zockt viel, zockt schön und tschüss!